Abschottung. Delta 3-8, ich habe die Kommunikationslisten des Schiffs analysiert. Die Trandoshaner haben ein Treffen mit den Separatisten vereinbart. Sie übergeben das Schiff? Ich werde die Republik um Unterstützung bitten. Rücken Sie einstweilen zum Hangar vor und zerstören Sie ihn. Ui. Pass doch! Das sah nicht gesund aus. Hinterhalt! Hinterhalt habe ich heute auch schon oft genug gehört. Also ehrlich jetzt. So langsam wird's langweilig. Leute, Hinterhalt. Was soll denn das? Und wir sind schon wieder im Gefängnis. Na super. Sie haben den Aufzug mit einem Sprengsatz präpariert. Wir sitzen im Zellentrakt fest. Position halten, Delta. Ich überprüfe die Bauplätze des Schiffs. Verstehe. Die Trandos haben dieses Schiff gestohlen, um es den Separatisten zu geben, um Kampfdroiden zu kaufen. Funkeln Sie nicht rum, Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich bin gleich tot. Doch nicht. Ach, ich bin doch ein Genie. Unfassbar, dass man so etwas überlebt. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bacta, Soldat. So, jetzt nimm aber wirklich mal Bacta. Bacta. F5. Sprecher. Warum fühle ich mich nur wie ein Nerf in einer Gockerthöhle? Delta 3-8. Wir haben trotzdem mal diese Waffe hier. Schließmechanismus. Bin wieder fit. Tja, das funktioniert nicht. Einige Schaltkreise scheinen beschädigt zu sein. Finden und reparieren Sie die Schaltkreise, um den Schließmechanismus zu aktivieren. So. Erledigt. Nachladen. Nächster. Scorch in Position. Kann man darüber? Yep. Das ist ja unfassbar. Gucken, ob hier auch einer ist. No. Hier ist keiner. Da vorne sieht gut aus. Aber unser Radar sagt uns, wir sollen woanders hin. Sie kommen von allen Seiten. Nämlich darüber. 6 Uhr. Ah ja. In Ihrer Nähe ist eine der beschädigten Schaltkreise. Reparieren Sie ihn. Dann machen wir das doch mal. Damit wir hier aus diesem Zellentrakt auch gleich rauskommen. Halte ich für eine sinnvolle Idee. Und hier unterbrechen wir mal kurz. Guter Anfang. Suchen wir die anderen Schaltkreise, Jungs. Und weiter geht's. Für euch war natürlich keine Pause, aber... Gegenposition. Naja. So, unsere Leute stehen natürlich auf Scharfschützenposition, um uns den Weg freizuhalten. Einen haben wir uns aufgespart, der flexibel rumlaufen kann. Raketenwerfer, Deckung! Und da hinten ist anscheinend ein Raketenwerfer und da oben ist ein anderer Kerl. Gehen wir mal kurz ausschalten. Sehr gut. Wir haben leider keinen Scharfschützenaufsatz mehr und keinen... Oh Mann. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. So, erstmal den ausgeschaltet. Jetzt den Typen, der gerade im Gang steht. Sehr gut. Wenn ich mehr Leben hätte, würde ich jetzt auch schneller da vorne hinlaufen, aber... Moment doch etwas zu riskant. Oh verdammt. Ich habe ein ganz klitzekleines Problem. Doch nicht. Laut meiner Scans halten sich die meisten Trandoshaner im Zellentrakt auf. Was wollen die nur mit dem Zellentrakt? Vielleicht mögen sie die Hitze. Ich sorge schon dafür, Oh nein. Sir, ich empfange eine Sendesignatur. Von Klontruppen. Ich überprüfe das. Lassen Sie sich nicht ablenken, 4-0. Wo man die doch relativ schnell ausschalten kann, wenn man einfach nur den Kopf trifft, merke ich gerade. Wir sollten mehr auf Headshots zielen. Gut, ich habe eben hier eine Medistation ausgemacht, das heißt, wir heilen uns schnell. Sehr gut. Davon ist Blastermunition. Hacken Sie die verdammten Protokolle, Delta. Ja, die möchte ich natürlich haben. Das kann absolut nicht schaden. Wo kommt der denn her?
Moment mal. Reparieren Sie den Schaltkreis, um den Schließmechanismus zu aktivieren. Ich finde es immer herrlich, wie die rumfliegen. Wenn in der Decke landen. Naja, heilen wir uns nochmal kurz. Dann holen wir uns neue Blastermunition. Und unterstützen unsere Leute. Das Blöde ist, dass wir gerade... Oh, wir haben eine Blastermunition. Ich habe nichts gesagt. Wow. Dann kann ich auch wieder daneben zielen. Ist ja jetzt auch nicht mehr wichtig. In Deckung, Deltas. Warum? Oh, ich schieße heute wieder so schlecht. Na komm. Ich weiß leider nicht mehr die Befehle für meine Einheiten, wie die laufen sollen. Und man kann denen direkt auch Befehle geben. Gebiet sichern. Ah, sehr gut. Bereich sichern. Angriffsformation zerstören. Aber ich kann nicht sagen, dass sie sich alle zurückziehen sollen, wie es scheint. Außer ich kann natürlich... Gehen wir weiter. Jawohl. Sehr gut, jetzt habe ich alle von ihren Posten zurückgerufen, dass sie mir wieder folgen sollen. Einer kommt jetzt natürlich direkt auf diesen Posten hier, weil er sich gerade so anbietet. Und der Rest wird jetzt hoffentlich gleich da sein. Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich einen da reinschicken soll. Sonst nimmt noch wieder ein Gegner den Raketenwerfer ein. Da hätte ich ja keine Lust drauf. Oh, was ist das? Hacken Sie die verdammten Protokolle. So. Delta-Team, machen wir es von hier aus. Sie erleben einen Meisterschaft. Sehr gut. Wir unterstützen unsere Leute von hier oben. Weil wir das so gut können. Einer darf die Protokolle hacken und wir... Terminal gehackt, Sir. Wir schießen wild um uns. Geht auch. Gas. Helme versiegeln. Naja. Giftgas. Sehr gut. Aber jetzt sitzen wir hier drin fest. Die Signatur der Klontruppen kommt von einer Position der Einen. Suchen Sie ein Gitter und platzieren Sie eine Mine. Das Tolle ist, dass wir natürlich Helme haben, die komplett dicht sind und wir einfach mal nicht vergiftet werden können. Hammerhelme. Aber ich glaube trotzdem, dass wir irgendwann hoffentlich nicht sterben, aber... Wow! Wo sind wir? Uiuiui. Was zum... Soll das ein Witz sein? Okay, jetzt wird's ernst. Raus, da Team! Das Landungsschiff der Trandoshana nähert sich! Gammler! Dafür sind die Sammler also da. Bewegung! Ja, wie unsere Kollegen schon festgestellt haben, die Sammler sammeln anscheinend. Wer hätte es gedacht? Aber unsere Kollegen. Wie gemein. Sterb! Zeigen Sie, was Sie können. Sterb! Machen Waffe bereit. Decken Sie die verdammten Protokolle, Delta. Der Meister bei der Arbeit. Jawohl. Das sieht doch super aus hier. Gucken wir mal, was hier unten ist. Auch nochmal so ein Müllding. Ah, lassen wir das mal. Muss ja nicht sein. Ach, jetzt haben wir die Geschütze angestellt. Sehr schön. Das ist doch mal angenehm. So, jetzt schaut der hinten noch aus. Und bewegen uns dann galant nach vorne. Ho, 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 ho. Du blödes Teil. Naja, nützt die mir eh nichts mehr. So, wir wollen auf keinen Fall, dass er die Geschütze hacken kann. Deswegen haben wir ihn mal ausgeschaltet, bevor er das machen konnte. Ui. Habe ich schon wieder eine Mine übersehen. Ich hab einen Sammler im Nacken. Durchhalten, Boss. Ich muss erst die Feinde erledigen. Unser Kollege strengt sich aber an. Macht Morgenübung. Macht er sehr schön. So, und damit es gerade zu lange dauert, holen wir die Leute mal zurück, um uns zu helfen.
Trotz Gefahr werden sie nur uns retten wollen, ohne sich selber in Sicherheit zu bringen. Decken Sie die verdammten Protokolle. Wie selbstlos von ihm. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Alter. Ja, ja, unsere netten Kollegen. Wir versuchen natürlich wieder den Kopf zu treffen. Ja, 4-0 wieder auf 100%. Sehr schön. Heilen Sie sich, Delta. Wir schicken unsere anderen Kollegen zum Heilen. Den hatten wir schon. Ach, den noch nicht. So, hier auch nochmal heilen. Wunderbar. Und weiter geht's.